Und wir sind wieder in unserer Unreal Engine 5.1 Version. Und bevor wir hier Neues bauen, in unserer Landschaft, die wir hier mit den Bäumen und Gräsern relativ automatisch generiert haben, und zwar hier mit unserem Material Landscape. Tolle Sache, das Ganze. Müssen wir ein paar Sachen korrigieren, auf jeden Fall. Mir ist das alles zu hell. Es gibt da, ich gehe mal oben auf Show, Post-Processing. Da kann man verschiedene Sachen deaktivieren. Man könnte jetzt diese Eye-Adaption deaktivieren. Das gleicht die Helligkeit der Szenerie dem Auge an. Also wenn es dunkler wird, stellt es heller. Und wenn man irgendwie aus dem dunklen Bereich wieder rausgeht in den hellen, dann macht es wieder dunkler. Aber es ist einfach zu hell. Also stört wahnsinnig. Ich habe es jetzt hier deaktiviert. Problem ist, wenn ich hier auf den Spielemodus gehe, ja, dann ist es wieder hell. Es interessiert Unreal Engine nicht großartig, was ich da mache, anscheinend. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Lösung, die ich gefunden habe. Bringt mir halt jetzt nichts. Das heißt, ich aktiviere es erstmal wieder, damit ich wieder was sehe. Und versuche was anderes. Hier, und da gibt es einen Punkt Visual Effects und Post Process Volume. Ich erstelle das einfach mal. Da kann man das Licht im Grunde für die gesamte Szenerie einstellen, wenn man denn möchte. Das habe ich markiert. Und wenn ich diese Lichteinstellungen vornehme, ist es wichtig, dass es nicht nur innerhalb dieses Blocks passiert, sondern überall. Das heißt, das muss ich wo definieren. Ich bin da rechts im Menü. Hier, Post-Process Volume Settings, da ganz rechts unten ist es. Infinite Extent Unbound. Das müssen wir aktivieren, dann zählt es wirklich nicht nur innerhalb der Box, sondern überall. Und dann gibt es irgendwo einen Punkt Brightness, also Helligkeit. Ich gebe ihn hier ein, ich suche mich hier dumm und dämlich. Hier, Exposure, da haben wir es. Minus 1, 2, minus 2. Ja, ja, wir kommen hin. Hier, das ist doch wesentlich besser. Minus 3, immer noch zu hell. Minus 2 ist angenehm. Ich lasse es mal so. Und jetzt haben wir angenehme Farben. Oder? Würde ich so sagen. Ja. Jetzt ist es viel angenehmer. Also man kann es tatsächlich ein wenig von der Helligkeit einstellen. Und jetzt ist es im Wald, bleibt es auch dunkel. So wollen wir das doch. Jetzt ist es nicht mehr so extrem. Viel, viel angenehmer. Eine Geschichte, die ich auch im letzten Video hatte, war, dass bei mir die Pflanzen in weiter Ferne immer so aufploppen, so seltsam. Und da habe ich einen guten Tipp bekommen von MJR Scores. In der 5.1 kannst du auch für Pflanzen Nanit problemlos aktivieren. Einfach Rechtsklick im Content Browser auf das Modell machen und Nanit enablen. Dann sollte das Problem mit dem Level of Detail verschwinden. Jo, probier mal aus. Freut mich immer, wenn ich solche Tipps erhalte. Ich meine, hier geht's jetzt einigermaßen. Aber ich glaube, im Wald war es. Oder hier. Hier seht ihr es. Man sieht es ganz schwach. Irgendwie habe ich da so einen seltsamen Schatten im Hintergrund. Der kommt und verschwindet, je nachdem, wie nah ich dran bin. Da können wir es gleich mal ausprobieren. Seht ihr es? Es fällt jetzt nicht stark ins Gewicht, aber ich will es doch gelöst haben. Hier, GT Forest. Genau. So, dann schauen wir mal. Die Dinger, vielleicht machen die auch Schwierigkeiten. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach alle durch. Enable Nanit Support. Ja, das hat er wohl gemeint. Das mache ich hier. Ich verstell hier mal nichts, da ich keine Ahnung habe. Was haben wir noch für Material? Der Rest waren die Bäume. Ja, da könnten wir es auch machen, oder? Enable Nanit Support. Machen wir genauso. Apply Changes. Oh, da braucht er. Nochmal speichern. Und raus. Und wir hatten ja verschiedene Bäume. Dann machen wir das hier auch. Ist egal. Enable Nanit Support. Apply Changes. Genau, und dann speichern. Oh, der PC, der rührt ganz schön jetzt.
Und eins, zwei, habe ich noch einen Baum? Da unten noch. Tatsächlich drei verschiedene Baumarten habe ich verwendet. Da aktivieren wir es genauso. Jo, das dauert schon ein wenig. Also ich kürze das Ganze für euch immer. Eine Minute muss ich immer warten. Oder eine halbe zumindest. Ja, die Bäume sind gut drauf. Was ist das? Die sind sehr wild am Wiegen. Ja. Es ich hab's wieder mal geschafft hier. Was ist denn die Scheiße hier? Nanit ist toll, aber die Bäume mögen es nicht so. Schaut euch das an. Ein wilder Sturm. Schauen wir uns den Boden hinten an, da hatten wir die Probleme. Ein wenig. Ja, bei der Bodentextur sieht es jetzt sauber aus. Da habe ich den Effekt nicht mehr. Da war es wohl sehr gut. Bei den Bäumen funktioniert es jetzt nicht so. Ich weiß nicht warum, aber es ist echt... Ja, spannend, oder? Woran liegt das jetzt wieder? Und ich sehe auch so jetzt hier in der Vorschau, sehe ich keine Bäume. Also die sind weg. Das ist ein seltsames Phänomen wieder. Ich muss das deaktivieren bei den Bäumen, warum auch immer. Eins, zwei, ja, drei Bäume waren es. Na, nicht raus. Jo, die Bäume sind wieder gut. Die Bäume sind wieder gut. Gott sei Dank. Das wäre ja jetzt fatal. Woran das liegt? Ja, schreibt es mir wieder in die Kommentare. Ich brauche euch. Es ist einfach so. Aber hier beim Gras könnte ich es auch noch aktivieren. Es sieht zwar eigentlich schon sehr gut aus, aber ich aktiviere hier auch mal Nanit. Nanit. Speichern. Hier auch. Da ist es schon aktiviert. Ach, das hatte ich gestern schon getan. Aus Versehen wahrscheinlich. Ja, ist auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier unten noch? Nee, ich habe nur zwei Grassorten. Okay. Vielleicht sah es drum auch nicht mehr so schlimm aus, weil ich es aus Versehen schon erledigt hatte. Aber ich sehe die Vorschau wieder nicht. Das ist natürlich nervig. Wieso sehe ich das nicht? Hier wäre es da. Sieht echt gut aus. Doch. Aber ich sehe es in der Vorschau nicht. Ich speichere alles. Lade meine Level nochmal. Und jetzt ist es da. Ja gut, da muss man halt so tricksen. Aber muss man wissen. Oder? Und ja. Sieht toll aus. Die Schatten sind noch etwas ärgerlich, aber das kriegen wir hin. Hier ist alles schön. Also wir haben ein wenig was verbessert hier. Danke nochmal für den Tipp. Wenn ihr noch mehr Tipps habt, einfach unter die Kommentare. Im letzten Video jetzt oder hier in diesem. Das nächste Mal geht es dann wieder weiter hier in unserer schönen Gaming-Level. Ich danke euch fürs Zusehen, freue mich auf eure Kommentare, ein Abo und ein Like. Bis zum nächsten Mal, euer Cesco von Halb 8 Film.